Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory 2.5. Ja, wenn ich das nächste Mal irgendwelche Ideen mit Redstone-Schaltungen habe, dann schreitet da bitte ein und interveniert sofort. Das mache ich nämlich nicht noch einmal. Ich sage nur Batteriestandsanzeiger. Also ja, ich habe ihn fertig. Es hat auch nur um die 6 Stunden gedauert. Vielleicht auch ein bisschen länger mit Tests und alle möglichen Problemen, vor die ich gestoßen bin. Ja, war eine interessante Geschichte. Sollte jetzt aber laufen. Ja, ich möchte es euch aber trotzdem mal zeigen, was ich da jetzt veranstaltet habe. Ich erkläre es erst gar nicht, denn das ist jetzt nur was für Redstone-Fetischisten, beziehungsweise die würden wahrscheinlich die ganzen umständlichen Fehler sehen, die ich gemacht habe. Also wir machen es einfach mal ganz kurz. Ja, hier steht ja unsere Kondensatorenbank, die soll ausgelesen werden und dann soll da oben eine Anzeige kommen. Ja, so der Plan. Das hört sich ja ganz einfach an. Und ich zeige einfach mal, was ich da so gebaut habe. Mal so vollkommen unkommentiert. Ja, da läuft jedenfalls ganz viel in der Gegend umher. Und das Ganze kommt dann hier hinten raus. Also hier. Und läuft dann da nach oben. Und wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin? Hin. Ja. Mir fehlt irgendwie immer noch ein sinnvoller Aufgang. Also alle Aufgänge, die ich habe, sind immer so weit entfernt, dass sie eigentlich nicht sinnvoll sind. Naja, gehen wir halt außen rum. Naja, jedenfalls das eine läuft ins andere und das läuft dann da hoch, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und da hoch im Sinne von dem Turm. Und da drin sieht es so aus. Wartet, das kann ich euch auch noch besser zeigen. Kommen wir hier hoch. Ja, so sieht es da aus im Turm. Und tief runter geht es auch teilweise und dann zu viele Fackeln und Redstone und Gedöns. Ja, das ist der Batteriestandsanzeiger, der momentan gar nichts macht, weil er A nicht richtig angeschlossen ist und B ich sowieso keinen Strom habe. Wir werden das Ganze jetzt mal ausprobieren, ob er auch wirklich funktioniert. Das Ganze wird jetzt aber rückwärts laufen, sprich von oben nach unten. Denn ich habe da einen Test gemacht mit einer Kiste, die ich jetzt auslese. Und die Kisten kann man ja auch mit Komparatoren auslesen. Wenn die also voll ist, gibt sie ein volles Signal und dann ist alles an. Ja, und dann packe ich mir mal hier die Taschen voll. Wenn ich noch einen Trichter gehabt hätte, wäre das einfach gewesen. Naja. Und füllt das jetzt mal da so langsam rein. Vielleicht hätte ich mir irgendeinen schnelleren Weg suchen sollen. Naja. Ja, die nachfolgenden Videos verschieben sich um. Wir machen das anders. Nein, die Kiste will ich, danke. Sollte jetzt runterlaufen, ja. Und dann gucken wir mal jetzt im Laufe der Folge, ob sich da jetzt was tut oder ob sich nichts tut. Wobei, ihr kennt das ja, wenn sich jetzt gar nichts tut, dann kommt die Folge auch nicht. Ja. Ah, da tut sich was. Der erste Balken ist zu sehen, beziehungsweise es sind 3 Balken. Es sind ja 15, die maximal so ein Redstone-Signal sein kann und deswegen sind das hier auch 15 Lampen. Und ich bescheiß ein bisschen, weil einmal 3 Lampen auf einmal angehen, aber das ist alles vollkommen, das sind Kleinigkeiten. Peanuts, wie ja schon deutsche Bankpräsidenten sagten. Ja, und das läuft jetzt so weiter fröhlich darunter. Wir können ja immer mal dahin gucken. Denn ich möchte jetzt endlich mal Energie gewinnen. Jetzt habe ich schon eine Batteriestandsanzeige und kriege keine Energie. Das macht ja wenig Sinn. Warum habe ich diese hässliche Gießkanne dabei? Weiß man nicht. Egal. Ja. Und jetzt habe ich mir dann auch mal den Spaß gegönnt und gedacht, komm, wir hauen mal voll auf die Kacke. Ich hau mal einen Diablock raus.
obwohl ich nicht genug Diamanten eigentlich habe. Jetzt habe ich dann fast keine mehr, aber naja, der Zweck und heiligt und Mittel und so. Da habe ich doch hier schon was vorbereitet. Ich baue nämlich jetzt so einen Solargenerator. Kann man das irgendwie so machen, dass man da hingucken kann? Nein. Okay. Ach ja, erst der Diamantblock. Zip. Ach, ist immer schön, wenn man so gelassen mit so teuren Sachen umgehen kann. Zack. Da hat sich jetzt noch nichts getan. Okay. Ein Solargenerator. Das wäre jetzt auch alles gar kein Problem. Ich meine, gut, Diamantblock, ja, muss man viel Kies sieben und so weiter. Was ja richtig, ich will nicht sagen pervers, sowas sagt man ja nicht, aber was ja richtig fies ist, ist, dass hier irgendwo ein Monster rumrennt. Nein. Ah, das nächste Licht ist angegangen. Was richtig fies ist, ist, um Energie aus diesem Generator rauszuziehen, braucht man sowas wie eine Transfernode. Also wie das Ding, das kennen wir ja. Das Gemeine daran ist, dass die Transfernode für Energie wahnsinnig teuer ist. Ich glaube, es sind 14 Redstone-Blöcke, die ich verbraucht habe. Da fallen die 8 bis 9 Goldbarren oder wie viel es waren, überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Ich habe also ganz viele Redstone-Pflanzen gegossen, geerntet und so weiter. Nee, das ist nicht schön. Ja. Und das ganze Zeug habe ich jetzt noch in der Kiste und da werde ich auch einiges von brauchen. Deswegen nehme ich mir das mal raus. Als hätte das einer abgezählt, ne? Wahnsinn. Ich muss nämlich hier diese komischen. Nichts passiert. Diese komischen Upgrade-Dinger bauen hier. Die sind schon mal alleine wahnsinnig teuer und dann brauche ich noch hier schlappe 6 Blöcke und dann kriegen wir hier das Such-Upgrade Breite zuerst und das brauche ich für diese blöde Transfernode. Das ist ein bisschen umständlich, das finde ich schon. Ja, wie gesagt, dann hier, die Dinger fallen ja dann kaum noch ins Gewicht. Ich ordne sie jetzt wahrscheinlich sowieso wieder falsch rum an. Ich kenne mich doch. Ich kenne mich doch. Ah, dann tauschen wir sie einfach. Oh mein Gott. Moment. Doch so. Braucht es etwa eine andere Werkbank? Dafür geht das Licht. Das ist schön. Immerhin etwas. Ich hatte mich schon gewundert, warum da QED steht. Wahrscheinlich werden wir dieses Ding hier brauchen, mit einer diamantgeätzten Rechenmatrix. Ja, das wäre auch zu einfach sonst gewesen. Und ein Ende in fundiertes Obsidian und verbranntes Quarz. Ist ja super. Ja, dann machen wir eine Planänderung. Denn das habe ich jetzt alles nicht dabei. Ja, das muss man ja wissen, dass die extra Utilities noch eine eigene Werkbank mit sich bringen. Naja, man kann nicht alles wissen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und nochmal ein Gold, glaube ich. Ja. Und hier laufen noch fröhlich die Steine nach unten. Also ich hoffe, sie sind fröhlich dabei. Jo. Bis dann auch das letzte Lichtlein angegangen ist. Ja, ich lasse mich davon jetzt einfach mal überhaupt nicht beeindrucken. Sondern baue mir jetzt einfach mal kackenfrech hier, wie ich bin, eine Uhr. Und zwar die aus Bibliocraft. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr Life in the Woods geguckt habt. Ja, die brauche ich nämlich für den Solargenerator, denn auch der hat natürlich wieder so einen kleinen Pferdefuß. Kommen wir aber gleich zu. Und ja, so langsam hier der Batteriestandsanzeiger scheint tatsächlich zu funktionieren. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, wie wir jetzt das Ganze aufladen können. Also vorläufig, das ist jetzt dann nur ein Provisorium. Wenn ich da jetzt runtergehe, kann ich nicht schlafen. Das wäre natürlich ganz doof. Dann warten wir lieber mal hier draußen, gucken noch ein bisschen, wie schön hier das Licht leuchtet. Oh ja,
Darauf einen Apfel. Ach nee, ich habe gar keinen Hunger. Ja, die QED-Geschichte mit der Matrix. Ja, wunderbar. Ja, wobei, da kann ich nur sagen, Obacht. Es macht dann vielleicht nicht immer Sinn, alles so in Testwelten auszuprobieren, wo man ja an alles locker rankommt, einfach nur draufklicken und hups, da hat man es in der Tasche. Das mache ich hier aber nicht. Nee, da bin ich auch so ein bisschen gnadenlos. Jetzt könnte ich mir das zwar besorgen, aber nö, machen wir nicht. Und hier sollte jetzt auch langsam das nächste Licht angehen. Ich bin da immer noch so ein bisschen aufgeregt. Nicht, dass das Ganze doch noch in die Hose. Ah, geht. Na, jedenfalls, das funktioniert wenigstens nach schon mal etwas. Ja, ich suche jetzt nach dem sogenannten Workaround. Dazu schmeiße ich mich erstmal in die Tiefe. Da passiert nichts. Das habe ich jetzt schon häufiger gemacht. So, ich weiß nicht, ob hier genug Licht überhaupt hinfällt. Aber ich möchte jetzt irgendwie mal diese Kondensatorenbank da füllen. Das ist mir sonst zu doof. Ich könnte den da draufstellen, nur funktioniert dann die Uhr. Das ist interessant zu wissen. Wir stellen ihn mal drauf. So, der Solargenerator steht. Theoretisch lädt er jetzt auf, aber er steht im Dunkeln. Da kann er natürlich schlecht aufladen. Und nein, mit Fackeln oder so, das geht natürlich nicht. Das wäre ja Betrug. Nee, Fackeln gelten nicht als Licht. Schade. So, ist die Kiste denn jetzt bald mal voll? Nee, dauert noch. Jedenfalls seht ihr hier schon ein Redstone-Signal wandern. Und ja, wenn das hier ist, dann wird auch das rote Licht freigeschaltet. Sehen wir dann aber, jetzt müssen wir uns erstmal um diesen Generator hier kümmern. Upsa. Ich habe noch eine Axt dabei. Sagt mir das denn keiner? So. Jetzt haben wir schon mal hier frei. Und dann muss ich tatsächlich da oben drüber auch noch frei machen, damit nämlich hier die Sonne drauf fällt. Die virtuelle. Oh, das erste rote Licht müsste angegangen sein. Wie aufregend. Ich pappe da jetzt schon mal die Uhr dran. Das sieht jetzt irgendwie so ein bisschen merkwürdig aus mit moderner Technologie und so einer Uhr dranhängend. Ist aber ganz wichtig für das kleine Problemchen, was der Solargenerator mit sich führt. Außer, dass er ohne Sonne nicht geht. Ja. So, erstmal hoch da. Da bin ich jetzt ganz gnadenlos. Dann muss das jetzt halt erstmal weichen, so lange eben, bis ich diese komische Werkbank da habe. Immerhin weiß ich dann schon, was ich als erstes hier bauen kann. Als Anlage. Ich muss nämlich dann Kies sieben, wie blöde, denn ich habe schon gesehen, ich brauche da Diamanten ohne Ende. So, das zärtliche Brummen sagt uns, dass der Generator nämlich jetzt läuft. Da unten. Ja, und wenn das jetzt so ein normaler Ofen wäre, ich stelle mich mal ein bisschen aus dem Krach weg, so ein normaler Ofengenerator wäre oder so, würde der seinen Strom jetzt direkt abgeben in diese Kondensatoren. In dem Fall ist ja nichts anderes da als Stromabnehmer. Da es aber ein Solargenerator ist, macht er das nicht. Blöd, ne? Ja, er kann nämlich nur entweder laden oder Strom abgeben. Das ist ein bisschen gemein, aber sonst wäre das Ding auch zu mächtig. Das heißt, jetzt lädt er sich einfach selbst auf und hört dann bei 100.000 auf. Und macht gar nichts mehr. Er braucht ein Redstone-Signal, damit er das ändert. Und das gebe ich ihm hier über diese Uhr mit. So der Plan. Denn diese Uhr, die kann ja bekanntlich Redstone-Signale ausgeben, wenn sie möchte. Und wenn ich ihm ein Redstone-Signal gebe, dann fängt er an, sich zu entladen. So, die Einstellung müsste eigentlich stimmen. Ich glaube, er braucht 2 Stunden, um sich, also hier 2 Anzeigen, um sich aufzuladen und braucht leider 4 Anzeigen, um das wieder abzugeben.
So, nachts kann er komplett abgeben, wobei ich die Nächte ja sowieso immer schlafe. Das heißt, so weit sollte es eigentlich gar nicht kommen. Das Tickgeräusch möchte ich nicht haben. Redstone soll an sein und es soll kein Puls sein, sondern ein statisches. So, und jetzt sollte er immer ein Signal geben und dem guten Generator sagen, entweder aufladen. Was er zum Beispiel gerade jetzt gemacht hat, er hat ein Signal bekommen, er hört jetzt auf und gibt plötzlich ab. Ja, seht ihr, es zählt jetzt runter. Dafür zählt es jetzt hier hoch. Hier steht jetzt auch plus 20 RF-T, also Redstone Flux per Tick. Das heißt, er macht genau das, was er tun soll. So, sind denn die Steine da jetzt auch durchgelaufen? Tatsächlich. Jetzt ist alles an. Das war aber nur zu Demonstrationszwecken, deswegen kommt jetzt der Komparator hier weg. Sondern der soll ja gefälligst hier unsere Kondensatoren auslesen, die jetzt ja tatsächlich volllaufen. Langsam. Ja, ihr könnt ja ausrechnen, da das natürlich hier 10 Millionen RF sind und gerade erst 400.000 drin sind, wird sich an meiner Batterieanzeige noch gar nichts tun. Das wird dann noch eine Weile dauern. Jetzt hört ihr auch gerade wieder den Generator, jetzt hat er wieder umgeschaltet, jetzt lädt er wieder auf. Ob das jetzt im Verhältnis alles von mir gut gewählt wurde, das werde ich dann mit der Zeit sehen. So soll das aber eigentlich nicht bleiben. Den hatte ich wo ganz anders hingeplant. Aber davon trennt mich noch diese komische Werkbank, wo ich nicht weiß, was es ist. Und schon gar nicht, wie ich das ganze Zeug kriegen soll. Damit beschäftige ich mich dann aber ohne euch. Da müsst ihr jetzt nicht mitleiden. Reicht ja, wenn ich das tue. Ja, hier müsste ich auch noch ein bisschen aufräumen. Das Ding hier muss ich natürlich noch verkleiden. Das soll ja nicht so bleiben. Da möchte ich Obsidian davor setzen, also irgendwas Schwarzes, damit sie es gut abhebt. Die Löcher im Boden müssen zu, genauso wie die Löcher da unten in der Plattform. Das Ganze muss auch noch verkleidet werden, damit das nicht so hässlich aussieht. Und das Hauptgebäude muss weitergebaut werden und. Ja, ganz schön viel. Werde ich auf einmal auch nicht hinkriegen. Wird also noch eine Weile dauern. Also ich glaube, wir haben noch ein paar Folgen vor uns. So, jetzt renne ich hier so sinnlos in der Gegend rum und stürze mich mal wieder in die Tiefe. Gucken, was macht der gerade? Ah, er gibt wieder Energie ab. Das ist momentan ganz schön. 400.000. Ihr seht, das waren jetzt gerade mal, ich glaube, so 12.000, 13.000 mehr, als ich das letzte Mal geguckt habe. Ist aber auch egal, denn ich kann jetzt ganz viele Sachen nebenher machen. Er macht das ja ganz von alleine. Ich muss da ja nicht immer dabei sein. Und dann werden wir ja schon sehen in der nächsten Folge, ob die Ladezustandsanzeige sich schon bewegt hat oder ob nicht. Ja, das soll es dann aber auch für heute gewesen sein. War jetzt sehr, sehr technisch und ich sage Tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.